Die einen Banken gehen pleite und die anderen werden vergoldet. Es ging darum, man möchte die Innenstadt von Wuppertal aufwerten. Und das macht man natürlich, indem man goldene Bänke aufstellt, ganz klar. Ne? Und hey, nichts gegen Wuppertal. Aber da bringen auch goldene Bänke nichts mehr. So desaströs sieht die Innenstadt in der Zwischenzeit aus. Jetzt kommt der Hammer. Diese goldenen Sitzbänke kosten 400.000 Öcken. 400.000! Sind die jetzt aus massivem Gold? Nein, natürlich nicht. Darf man nicht vergessen, dass die Stadt Wuppertal 1,6 Milliarden Euro Schulden hat. Eine Stadt, die die meisten nicht mal kennen. Ist das irgendwie Satire oder ist das wirklich ernst gemeint? Und ich muss euch sagen, leider, es ist wohl ernst gemeint.